Läuft. Eigentlich wollte ich nur hier die Schrauben zwischen Verteilergetriebe und der Zwischenwelle lösen, aber man sieht hier vielleicht schon, die Schrauben sind bereits rund. Die waren mal neu und gut, die sind aber so fest gewesen, dass ich selbst hier mit gutem Werkzeug drohte abzurutschen. Habe ich mir einen Ringschlüssel dünn geschliffen, dass ich hier drüber komme. Und selbst da hat es mir dann die Kanten rund geschliffen. Die Versuche, das mit einer Zange zu halten oder mit einer Grippzange zu halten, haben gar nichts gebracht. Und mit so einer Zange kommt man nur so ran und dann läuft die Zahnung hier rückwärts. Sodass ich jetzt schlussendlich musste man sieht es schon tropfen, den Tachoantrieb abbauen musste. Und jetzt, wo der Tachoantrieb entfernt ist, ist also hier Platz, um diese Zange richtig rum ansetzen zu können. Und dann hier mit einer entsprechenden Bewegung, dass ich die Krallen, die Zähne hier in die Mutter reinziehen und dann ordentlich zupacken. Und auf der anderen Seite habe ich hier einen Halter für den Flansch. Da kann ich jetzt praktisch mit eingelegter Sperre ordentlich drücken und dann hier diese Schraube lösen. Die war jetzt schon locker. Und man die nächste nimmt, man sieht, sehr rund. Die Schraube ist also praktisch mit normalem Werkzeug so und so nicht mehr zu. Die Mutter ist mit normalem Werkzeug nicht mehr zu lösen. Grippzange ordentlich fest. Und mit dem Gegenhalter. Ist die Sache gelöst. Also relativ viel Aufwand für eine extrem festgezogene Verschraubung.